Hallo und herzlich willkommen zu Jasmiras Cooking Blog. Heute zeige ich euch mein Chili con Carne Rezept. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich sie mache, bleibt dran. Wir geben etwa 4 Esslöffel Öl in einen Topf und braten 400 Gramm Rinderhack darin scharf an. Geben 3 Knoblauchzehen hinzu, die ich gepresst habe. Und brate das Ganze etwa 5 Minuten weiter scharf an. Gebe 3 Zwiebeln hinzu und brate sie mit dem Fleisch an. Gebe ebenso 3 Paprikaschoten hinzu. Ich habe die roten genommen, ihr könnt jedoch auch die gelben oder die grünen nehmen, wobei ich persönlich die grünen etwas bitter vom Geschmack finde. Hebe alles kurz unter. Und gebe eine Dose ganze Tomaten hinzu. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer auf meinen Webseiten unten in der Infobox verlinkt. So wie eine Dose davon Wasser. Würzen das Ganze mit 1,5 Teelöffel Salz nach Geschmack sowie 2 Lorbeerblätter, 1 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Chilipulver und 1 Teelöffel Pfeffer. Gebe zuletzt 400 Gramm rote Bohnen hinzu. Und alles bei mittlerer Hitze für eine Stunde kochen lasse. Nach einer Stunde gebe ich 2 Esslöffel Petersilie hinzu und serviere das Ganze mit Tortilla. Jedoch schmeckt es auch zu Reis super lecker. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, falls ja. Und ich würde mich natürlich über Kommentare von euch freuen, wie euch die Rezepte gelungen sind oder wie ihr eure Chili con Carne zubereitet. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Bis bald!